Ja, Patrick Ehring, ich weiss, es gibt wahrscheinlich kein Wort, kein grosses Wort. Sie sind der Captain, Sie haben das Team angeführt, Sie haben das Team bis ins Finale hineingeführt. Was war im Finale der Knackpunkt nachher? Wir sind 3-0 in Führung und auch heute noch dran. Ja, eben, es ist generell einfach sehr bitter. Wir haben die ersten drei Spiele haben wir es geschafft, die Bounces und den Böck ein bisschen auf unsere Seite zu bringen. Und ja, jetzt die letzten vier Spiele nicht. Und Zug hat es extrem gut gemacht. Habe ich aufgegeben. Wir haben es probiert zu matchen, haben probiert die Sache zuzumachen, haben sicher die Chance gehabt, haben sie nicht gemacht. Und ja, jetzt stehen wir so da. Es war ein hochstehendes Duell, aber es ist wahrscheinlich auch ins Mentale gegangen. Wie sind ihr persönlich damit umgegangen, mit dieser ganzen Finalserie von Spiel zu Spiel? Ja, ich glaube, es ist sicher eine gute Werbung fürs Hockey, aber mit dem können wir einfach nichts kaufen. Also, zumindest ich und meine Kollegen nicht. Ich habe mich eigentlich extrem gefreut auf das Duell. Ich habe letztes Jahr einen Push im Sack gemacht, dass wir nicht können, das Duell schon letztes Jahr austragen, auch wenn es wohl verwendet wäre. Aber eben, schon wieder vorne schauen, nächster Angreifer.